Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, fackeln wir gar nicht lange groß rum. Was haben wir hier auf dem Gartentisch mal wieder? Bayern, Bayreuther ist mal heute am Start und zwar das Bockbier. Das gibt's schon eine ganze Weile, aber wir haben es einfach noch nicht getrunken. Das heißt, es wird Zeit, dass wir auch uns dieses leckere Bierchen, was sich auch gewünscht worden ist, hier mal vorzustellen. So sieht das Ganze aus. 6,8% Umdrehungen, Wassergersten, Malz, Hopfen haben wir drin. Und ja, aus Bayern ist klar, Kapsel hier oben. Ja, man erkennt es schon, wo es herkommt. Und ja, super. Ist natürlich jetzt nicht gerade die Bockbierzeit, ne? Sind wir mal ehrlich, wenn das Video hier rauskommt, da wollen wir ja die spritzigeren Biere haben, wo ich immer sage. Aber es steht hier noch rum und das wartet darauf, getrunken zu werden. Und aus dem Grund machen wir das auch. So, ja, was soll ich sagen? Etikett und so, traditionell gehalten, Krone oben drauf, wunderbar. Ja, Bayreuther Brauhaus halt, ne? Und der Bock, der guckt einen auch noch da an mit seinen Hörnern, ne? Manche sagen ja immer, es ist Baphomet, aber naja, Freunde, ne? Das hat ja alles irgendwie so seine Assoziationen. So, dann schauen wir mal. Also hier erstmal Entspannungsverdampfung kommt raus. Sieht gut aus und ich würde sagen, lassen wir mal laufen hier, ne? So. Oh. Oh, eine schöne Blume, Freunde. Eine schöne Blume. Gucke ich mir mal eben an, was das ist, ne? Ja, Freunde, das ist ein Bier. Das gibt sich als Bier zu erkennen. Habt ihr was anderes erwartet? Ich frage ja nur. Ich frage für einen Freund. So, nee, Spaß beiseite, Freunde. Also, es sieht wirklich richtig gut aus nach einem Bier, nach einem kräftigen Bier. Das hat eine richtig schöne Blume. Ich halte das mal oder ich versuche es mal so reinzuhalten, dass ihr das auch seht. Also 1, 2, 1, 2, 3, also drei Finger kriegen wir da locker raus. Das Ganze ist cremeweiß, sehr, sehr feinporig, sieht sehr, sehr schön aus, bleibt auch richtig gut an der Glaswand haften. Auch das erkennen wir und von der Farbe, naja, ihr seht es ja selbst, ne? Das ist so ein schön kräftiges, dunkles Getreidegold. Ich gehe so weit, dass ich da sogar Orangetöne drin entdecken tue. So, und Perlange erkennen wir hier auch schön, es perlt gleichmäßig ab. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, wunderbar, jetzt könnt ihr es sehen. Also es perlt hier auch sehr, sehr schön ab. Freunde, dieses Bier, das sieht nicht nur nach Qualität aus, sondern das sieht, finde ich, aus wie gezeichnet. Und das bleibt mir ja nichts anderes übrig, als hier für 6 von 5, / 6 möglichen Punkten zu geben, sprich Kronebewertung. Sieht gut aus. So, dann mal anschnuppern. Oh ja. Getreidig, malzig, süß. Hm, genau so stellt sich hier das Bouquet vor. Sehr, sehr ausgereift, sehr kräftig, sehr selbstbewusst. Also, ja, deutlich wahrnehmbar und das riecht angenehm, Freunde. Wenn das jetzt noch so schmecken tut, ja, dann freue ich mich natürlich. Heute ist übrigens nicht ganz so früh, heute haben wir es Mittagszeit, ne? Also es passt schon. Ich habe ja länger gepennt. So, ihr Lieben, trotzdem Frühstück, ne? Also Spaß beiseite, ihr Lieben, auf euch zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, oh, oh ja. Ach, Freunde, das ist wieder so. Das, ach, ihr macht mir das aber auch immer schwer. So. Ihr macht mir das immer schwer. Wo kommt das eigentlich her? Getränke Hofmann, Lemke, Timo oder Micha? Eins von den Sorten, die ich gerade aufgezählt habe, müsste das eigentlich herkommen. Ich vermute Timo, oder? Naja, ich grüße euch einfach alle, dann haben wir es. Ja. Also, fangen wir wieder an. Time for Magic, Leute. Wie sieht's aus? Attribute gemütlich oder dynamisch erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ist natürlich ein gemütliches Bier. Da nippt man dran. Das behält man ein bisschen länger im Mundraum. Warum? Ist klar. Es soll Temperatur anziehen, weil genau, ja, bei einer höheren Trinktemperatur hier die Aromen, die feineren Nuancen einfach noch besser, ja, zur Geltung kommen. Und am Ende wird man dafür belohnt, wo ich immer sage. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, als gemütliches Bier behandelt zu werden.
Was auffällt, ist der sehr dominante, kräftige Malzkörper, der durchaus, ich sag's jetzt schon mal, so eine kernige Getreidigkeit mit nach vorne bringt, dennoch aber schön ausbalanciert, dass es jetzt nicht zu aufgesetzt wirkt. Im Gegenteil, das heißt, der Malzkörper, der von Natur aus eine schöne Lieblichkeit mitbringt, die haben wir dann auch hier drin. Schön eingebunden, genau. So, jetzt war da was, das will ich mir aber noch mal ein bisschen genauer auf der Zunge zergehen lassen. Mal gucken. Weil da schiebt sich noch was anderes aus dem Malzkörper raus. Und das ist eher vom Hopfen ausgehend, bin ich der Meinung. Der meldet sich zwar hier beim Malzkörper, aber das kommt garantiert vom Hopfen. Da hat nämlich noch eine schöne Fruchtigkeit mit drin. Da hast du so eine richtig schöne, und ich gehe jetzt sogar mal so, also fast eine sommerliche Fruchtigkeit. Ne? Also das setzte mir das hier als, obwohl für einen Maibock ist es noch nicht hopfig genug. Da fehlt mir dann noch so dieses Blumige, ne, so wie man es bei einem Maiböckchen kennt. Aber das erinnert mich ehrlich gesagt nicht an so einen Winterbock, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, das ist so frisch. Das ist so, durch diese fruchtige Komponente da drin, finde ich das irgendwie frisch. Das ist einfach ein verdammt geiles Bockbier, Leute. Das ist ein verdammt geiles Bockbier. Haben wir eigentlich schon eine Bockbier-Top-10-Liste? Schreibt es mal in die Kommentare rein, ob wir so eine Liste schon haben. Habe ich irgendwann schon mal eine Bockbier? Oder haben wir überhaupt schon so viele Bockbiere getrunken? Eigentlich schon, oder? Müssen wir auch schon über 100 haben. Also, so auch hier, Mensch, da, das ist aber auch wieder schwierig hier mit euch, da. Ihr Lümmel. Ihr seid auch so eine Lümmels, du. Die Biertrinker-Lümmel-Community auf dem Lümmelsofa. So. Naja, also Freunde, ich mache das kurz und schmerzlos. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Dieses Bier, das ist einfach verdammt lecker. Das hat eine hohe Qualität. Das ist einfach von der Textur wie von der Rezeptur perfekt. Da gibt es nichts zu kritisieren. Im Gegenteil, diese Fruchtkomponente da drin, die gefällt mir richtig gut. Und das, du merkst einfach, du hast Qualität auf der Zunge. Was soll ich da jetzt hier rumeiern und den Eiertanz machen? Das überlasse ich anderen Leuten. Ich gebe 6 von 5, / 6 möglichen Punkten. Ganz klar, Krone-Bewertung, super Bier. Wenn man Bockbier mag, kann ich es absolut empfehlen. Wäre mal interessant, ob wir schon eine Liste haben. Da müsste man sich mal so drum kümmern, irgendwann so im Herbst oder so. Und dann mal so eine Top 10 Bockbier-Böckchen-Bier-Liste zu machen. Weil es gab schon einige gute Bockbiere, finde ich, die wir getestet haben. Also da gehört das hier auf jeden Fall ziemlich weit vorne mit bei, da bin ich mir ziemlich sicher. Freunde, das war's gewesen mit diesem Biertest. Also, ich glaube, das war das letzte Video hier, oder? Keine Ahnung, jetzt bin ich schon irgendwie im Sommer irgendwo, jetzt gerade am Pool oder so. Keine Ahnung, ihr Lieben, auf euch zum Wohle. Ja, der Biersüffler auch, ne, so.